Es gibt ein paar feste Regeln beim Mischen von Musik, die du unbedingt beachten musst. Low Cut auf alles außer Kick und Bass. Erst EQ, dann Kompressor. Niemals, aber auch niemals im Equalizer boosten und je weniger Plugins du benutzt, desto besser. Das sind einige unumstößliche Regeln beim Abmischen von Musik, aber stimmt das wirklich? Gibt es wirklich feste Regeln, die du beim Mischen von Musik unbedingt einhalten musst, weil du sonst nicht nur alles falsch machst, sondern auch noch alle hämisch mit dem Finger auf dich zeigen und du in Schimpf und Schande von Spotify verbannt wirst? Nein, natürlich nicht. Also Ironiemodus aus, denn das ist natürlich vollkommener Quatsch. Aber tatsächlich gibt es eine feste Regel und die gilt für alle Mischer, egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi. Und genau die verrate ich dir jetzt. Hier in deinem Adventkalender. Präsentiert von Storia Mastering und Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Ich habe dir in meinen unzähligen Videos hier bei YouTube schon viele Tipps und Tricks verraten, die dir helfen, deine Musik besser zu mischen, damit sie endlich tageslichttauglich wird und sich hinter dem Sound deiner großen Vorbilder nicht mehr verstecken muss. Ich habe dir verraten, dass ein Low-Cut auf Signalen, die keine relevanten Bassinformationen enthalten, durchaus Sinn macht, um dein Low-End sauberer und druckvoller zu gestalten. Ich habe dir verraten, warum ich der Meinung bin, dass Absenken im Equalizer sinnvoll ist und wann, wie und warum ich im Equalizer absenke oder eben auch anhebe. Ich habe dir auch verraten, wie ich es mit erst EQ und dann Kompressor oder erst Kompressor und dann EQ halte. Das und vieles mehr habe ich dir erzählt, erklärt und nutze das auch ständig in meinen eigenen Mixen. Aber, und die Wahrheit kommt immer erst nach dem Aber, das sind alles nur Techniken, die du einsetzen kannst, aber eben nicht musst. Denn die wichtigste und vielleicht auch einzige Regel, die für jeden und jede beim Mischen von Musik in der DAW gilt, ist, wenn das, was du gerade machst, gut klingt und den Sound verbessert, dann ist es nicht nur gut, sondern auch richtig. Wenn es den Sound nicht verbessert, dann ist es egal, aber wenn es danach schlechter klingt, dann ist es weder gut noch richtig. Und ich sage jetzt ganz bewusst nicht richtig anstelle von falsch, denn es ist eben nur in diesem Fall nicht besser und damit auch in diesem Fall nicht richtig. In einem anderen Fall kann das Gleiche, was du gerade gemacht hast, nämlich durchaus funktionieren. Und zwar egal, welche Technik du benutzt oder wie oft meine Kollegen oder ich dir erzählt haben, dass man das so macht oder eben auch nicht. Denn wir sagen dir ja nicht, dass du das immer und ausschließlich so machen musst. Wir sagen dir nur, dass du das machen kannst. Denn wie gesagt, wenn es danach besser klingt, ist es richtig. Und wenn nicht, dann eben nicht. Je nach Situation oder Problem, das du gerade lösen möchtest oder hörst. Hast du in der Stimme zum Beispiel ein unnötiges Gerumpel in den tiefen Frequenzen, dann nimm halt einen Low Cut und dreh den hoch, bis die Stimme ein bisschen dünner wird, dann dreh ihn wieder ein Stückchen zurück und wenn du das Problem nicht hast, ja, dann lass ihn halt weg. Und beim Low Cut kommt es auch nicht um 5 oder 5 oder 10 Hertz mehr oder weniger drauf an. Es geht darum, dass du deinen Ohren vertraust. Oder hast du deine Vocals mit dem Equalizer schon mal schön klar gestaltet, aber im Mix fehlt für deinen Geschmack noch so ein bisschen Seide oben raus. Dann heb halt mit einem High-Shell-Filter im Equalizer ab 5 kHz oder so ein bisschen an, bis es dir gefällt. Und wenn nicht, ja dann eben nicht. Und wenn du für einen guten Vocal-Sound auf dem Kanalzug 3 Plugins brauchst, super. Aber wenn du 12 brauchst oder 15 oder 20, auch super, solange es hinterher besser klingt und alles gut zu verstehen ist. Denn keiner sagt ja später beim Hören vom Song im Radio, den Song finde ich richtig super, aber der hat bestimmt mehr als 12 Plugins auf dem Vocalbus benutzt, den Song höre ich mir jetzt nicht mehr an. Klingt es gut? Ist es gut? Und wenn nicht, ja, dann eben nicht. So einfach ist das. Das klingt jetzt nach der großen Freiheit und nach mach, was du willst. Und tatsächlich ist es so. Und auch wieder nicht, denn trotz oder gerade wegen dieser großen Freiheit treffe ich in vielen Coachings oder auch bei uns in der Mixbar im Premium-Bereich immer wieder auf die ausgeprägte, in Anführungszeichen nenne ich das mal, Angst, dass man beim Mischen was falsch machen kann. So nach dem Motto, Jonas, ist das so richtig? Ich will ja nichts falsch machen. Ich verstehe diese Angst, ein bisschen was falsch zu machen. Allerdings ist das ja keine echte Angst, sondern es ist ja eher die Unsicherheit, weil man noch nicht so zielsicher beim Mischen in der DAW ist. Vor allem, wenn man dann den Profis zuschaut, wie gezielt die ihre Plugins und Techniken nutzen und vor allem, wie schnell und oft auch einfach es bei denen gut klingt und bei einem selber gefühlt nicht. Und wenn du dich jetzt genau angesprochen fühlst, dann habe ich neben der oben genannten und wirklich einzigen festen Regel noch folgenden Mutmacher für dich. Es ist wirklich noch kein Meister vom Himmel gefallen. Weder Andrew Sheps, noch Chris Lord-Alge, noch
ich, wenn ich mich mal ganz vermessen in diese Reihe reinstellen darf, der Trick ist erstens, nicht aufzugeben. Zweitens, da wo du Musik abmischst, unglaublich viel Musik zu hören und immer wieder zu vergleichen mit deiner Musik. Und als drittes wirst du mit viel, viel Spucke über die Zeit von Mix zu Mix besser und besser werden. Du wirst schon jetzt feststellen können, dass deine Mixe von vor einem oder vor zwei Jahren deutlich schlechter klingen als deine neuen Mixe. Und du wirst in diesen alten Mixen Probleme hören, die dir vor zwei Jahren mit Sicherheit noch gar nicht aufgefallen sind. Und wenn du dranbleibst und deine Ziele immer irgendwie im Erreichbaren hältst, also nicht, ich will jetzt heute und sofort so mischen können wie Andrew Scheps, dann wirst du in zwei weiteren Jahren wieder auf deine früheren Werke hören und feststellen, dass du nicht nur schon wieder viel, viel besser geworden bist, sondern es werden dir auch wieder viele Dinge auffallen, die du heute wiederum noch nicht gehört hast. Ob du dann irgendwann so gut wirst wie Andrew Scheps? Keine Ahnung, aber ist das wirklich wichtig? Und für den Fall, dass du diesen Weg nicht alleine gehen möchtest, kann ich dir, und das soll jetzt keine plumpe Werbeveranstaltung am Ende von diesem Video sein, sondern eine wirklich gut gemeinte Empfehlung, dann kann ich dir nur den Premium-Bereich im Recording-Blog ans Herz legen. Denn die Premium-Familie ist wirklich ständig im Austausch untereinander und auch mit mir. Wir haben regelmäßige Mix-Kritiken, wir haben Mix-Tutorials, Songs zum Üben und selber mischen und vor allem das gute Gefühl, nicht mehr allein im Nebel zu stochern. Und falls noch jemand ein Geschenk für dich suchen sollte, wie wäre es mit einem Jahr Premium-Bereich? Und wenn du jetzt immer noch wissen möchtest, ob ich erst den EQ und dann den Kompressor nutze oder umgekehrt, dann schau als nächstes in dieses Video, da sehen wir uns dann. Bis die Tage, mach's gut und Yassou!